Ich bin 14. Ich bin Tahir, ich bin 16. Ich bin 15 Jahre alt. Seit ich 6 bin oder so, komm ich jedes Jahr hierher. 14 plus ist das Kinderfestival, oder? Nee, es läuft ja im Jugendbereich. Eigentlich ist es doch völlig verrückt. Das Kinderfilmfest zeigt Jahr für Jahr Kindern und immer älter werdenden Kindern ganz tolle Filme. Und irgendwann, wenn die dann 14 werden, dann hat man ja nicht mehr so ein Interesse an Kinderfilmen und sowas. Und dann müssen die noch 4 Jahre warten, bis sie überhaupt rein dürfen beim Panorama und beim Wettbewerb, weil alle anderen sind eben erst ab 18 freigegeben. Weil ich noch nicht 18 bin, darf ich die großen Filme noch gar nicht besuchen. Also ja, ich bin begrenzt auf die 14-Plus-Filme oder die Kinderfilme. Ich finde es sehr gut, dass es hier extra eine Jugendsektion gibt. Weil ich selber noch Jugendliche bin, finde ich das gut und... Ja, weil ich es gut finde, dass es geteilt wird und auch gefördert wird. Da ist drin, was draufsteht. Filme für Leute, die älter sind als 14. Das endet nicht notwendigerweise bei 18. Wir haben in den Kinos letztes Jahr auch junge Erwachsene, alte Erwachsene. Aber Filme, die wir finden, dass sie von jungen Leuten ab 14 gesehen werden sollten. Ich finde es sehr wichtig und gut, dass es eine eigene Sektion für die ab 14 plus Leute gibt. Da es einfach besser ist, man kann sich besser orientieren, welche Filme für einen geeignet sind. Und eine andere Sparte von Filmen kommen einfach an, die viel kritischer sind und nicht mehr so auf Kinder aufgebaut sind, also auf Jugendliche. Der Markt für Jugendfilme ist in Deutschland nicht so wahnsinnig erfreulich. Das kommt immer ein bisschen so an auf die... auf das Land, zum Beispiel in Schweden, in Norwegen, in Finnland, gibt es einen sehr, sehr tollen und großen Markt. Wir haben zum Beispiel von 9 Filmen bei 14 plus, kommen 3 aus Schweden. Hier in Deutschland steckt es noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Hier funktionieren Jugendfilme eher, wenn sie aus Amerika kommen. Aber deswegen sind wir ja da. Genau daran arbeiten wir ja, um zu zeigen, um zu verleiern, weltvertrieben das Zeichen zu geben. Es gibt hier ein Publikum, solche Filme funktionieren mit einem jungen Publikum und deswegen treiben wir das Ganze. Ich gucke mir jetzt den 14-Plus-Eröffnungsfilm an. Der Film geht um 2 junge Soldaten, die in den Krieg ziehen müssen, obwohl sie nicht wollen. Ich erwarte mir sehr viel von dem Film. Ich möchte aufgeklärt werden über die Kindersoldaten in Südamerika und mehr über die Welt einfach erfahren, über die großen Zusammenhänge und... Aber ich komme wahrscheinlich nicht mehr rein. Wir haben Filme über Kinder im Krieg, wir haben eine lesbische Liebesgeschichte, zwischen 2 Mädchen im Teenageralter. Wir haben eine verrückte Dreiecksgeschichte, 2 Mädchen, wo sich eine in Jungen verliebt und dem einen redet, der hat einen Gedächtnisverlust. Und es ist so, dass die Themen werden durch die Filme bestimmt. Wir sind einfach dafür da, die 9 besten Filme auszusuchen für dieses Publikum und die einzige Bedingung, wie für jeden Wettbewerb der Berlinale, ist, dass es einfach tolles Kino sein muss. Dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Der Film ist leider ausverkauft und ich werde keine Karte mehr bekommen. Cut.